Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück hier in Whitby Bay in dem Spiel Dracula's Return mit mir, der Vampi und der lieben Lara. Jiha! Falls ihr euch fragt, warum ich immer Whitby Bay sage, das hat mit dem Musical Dracula zu tun, weil da singen die ja öfters auch davon. Hier in Whitby Bay. Im letzten Part sind wir hier angekommen halt und Dracula ist in Form eines Wolfes mit uns gereist und von Bord des Schiffes gesprungen. Und ich habe immer noch keine Waffen, was mir überhaupt nicht gefällt. Mal sehen, geht's hier weiter wirklich oder ist hier nur ein kleines Ding, sag ich mal. Hier ist nur ein kleines Ding. Ob die Tür aufgeht, weiß man noch nicht so genau. Letzte Aufnahmesession ist wieder eine ganze Weile her. Wir haben heute den 9.3. Meine Zeit in Bremen ist somit erst einmal vorbei. Und warum läufst du immer sofort, wenn ich die Sehentaste kurz benutze? Das ist ja echt schlimm. Mädchen, Mädchen. Naja, egal. Und ja, jetzt habe ich erstmal einige Monate Pause und werde erst im August dorthin zurückkehren, was mich sehr freut. Jetzt kann ich ganz viel mit YouTube machen und mich auch meinen Büchern widmen und hoffentlich mein Musical, was ich geschrieben habe, wirklich auf die Beine stellen. Aber das interessiert euch vielleicht ja auch alles gar nicht. Machen wir einfach weiter mit dem Spiel. Mir geht's auf jeden Fall gut, ich bin guter Dinge und hoffe, das Spiel wird nicht wieder abstürzen, wie im letzten Part das mal passiert ist. Was mich ja wundert, ist da übrigens in dieser Hinsicht, dass ein Teil verschluckt wurde. Denn ich hatte da eigentlich noch so längere Zeit gesessen und gesagt so, hä, was ist denn jetzt los? Und oh nein, was ist los? Oh nein, Schumpeter Exo funktioniert nicht mehr. Computer, ernsthaft. Irgendwie sowas halt und es ist alles gar nicht irgendwie passiert. Sobald ich das Video konvertiert und zusammengefügt hatte, hat es irgendwie schon früher da geschnitten, sag ich mal, und das dann verbunden. Ich weiß nicht warum, ich weiß nur, dass es schon mal vorgekommen ist und dass ich das auch da schon scheiße fand. Und was muss ich hier jetzt eigentlich machen? Ah. Und warum ist sie gerade automatisch einen Schritt zurückgegangen? Finde ich seltsam. Achso, das war ja gar nicht hier. Oh, ging das vielleicht nach Zeit? Wenn ja, habe ich garantiert jetzt schon verkackt. Ja, es geht auf Zeit. Natürlich geht es auf Zeit. Ah, sehr schön. Oder so. Naja, egal. Ah ja, ich wollte auch nochmal eben ganz kurz auf das Musical Dracula eingehen, denn, also ein tolles Musical übrigens, muss ich mal eben sagen. Aber da ist Dracula zum Beispiel auch als Wolf halt mit auf dem Schiff gereist. Da wurde jedenfalls hinterher auch so gesagt, so von wegen, die ganze Besatzung war tot und, ein riesiger Hund ist vom Schiff bis an den Hafen gesprungen. Was für ein Hund? Man weiß es nicht. Er ist verschwunden. Fand ich auf jeden Fall nicht schlecht. Lara, immer dieser eine Schritt, den sie automatisch zurückmacht, das regt mich jetzt schon auf. Ja, genau. Lauf gegen die Wand. Das hilft immer. Oder so. Nein! So eine knappe Sache. Garantiert nur wegen diesem scheiß Schritt, den sie zurückmacht und weil ich hier einmal an der Wand kleben geblieben bin, würde ich schon sagen, hängen geblieben bin. Wie mache ich das denn mal am besten? Ach, werden wir schon schaffen, ne? Ansonsten hängen wir halt den ganzen Part hier rum. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Jetzt aber! Ha! Oh, und hier hängt ein Schlüssel, dezent markiert praktisch an einem spitzen Ding, was hier aus einem Komposthaufen hervorsticht oder was auch immer das hier sein soll. Ich weiß es nicht. Dich will ich auf jeden Fall haben. Ein Vampir. Ruhe in Frieden. Jetzt mache ich mir wirklich Sorgen, ob Sarah im Sanatorium der Stadt auch gut aufgehoben ist. Ja. Warum nicht? Da hat Lara mal ebenso einfach einen Vampir gepfählt. Einfach so. Und wirklich erschreckt hat sie sich eigentlich auch nicht so. Ein Vampir. Ach ja, okay, dann töten wir dich mal, ne? So nach dem Motto. Das klang einfach so seltsam, wie sie das gesagt hat. Ein Vampir.
Oh ja, scheiße, du wirst gefehlt. Hast jetzt davon, Edge. Und woher wusste sie so schnell, dass es ein Vampir ist? Wie schnell hat sie den erkannt? Und dass sie den Vampir auch einfach so überwältigen konnte. Mal eben so, Vampire sind ja auch gar nicht stärker als Menschen oder so, ne? Nein, überhaupt nicht. Heißt doch immer, Vampire werden stark und sowas. Und sie mal eben so, ich drehe dich jetzt mal ganz gemütlich richtig. Jetzt mache ich die Bewegung hier schon selber vor dem PC. Könnt ihr ja jetzt nicht sehen, aber... Weißt du, die dreht ihn ja so ganz gemütlich so, ja komm, und jetzt spiele sie dich auf. Das hat gerade sowas von keinen Sinn ergeben. Ja, Hope, da kannst du noch so süß Hope machen, Lara. Das hilft dir jetzt auch nicht mehr. Und warum legen hier drei zerdrückte Cola-Dosen auf dem Boden? Man weiß es nicht. Oh, ein Secret. Yay. Oh Mann, Leute. Das geht ja wieder gut los hier. Und es regnet aus einem pechschwarzen Himmel. Immer wenn der Regen fällt, da 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 da, hier komme ich nicht durch, la la la. Oh, hier, oh, oh, aha, ha, ha, ha. Ich hab doch, genau. Der Schlüssel sah aber gerade sehr groß aus für dieses kleine Schlüsselloch. Okay, bevor ich da reingehe... Oh! Und Spiel, warum hast du gerade gehangen? Man weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall eine Fliegenlampe. Heißt die überhaupt so? Heißt die Fliegenlampe? Ich glaube nicht, oder? Auf jeden Fall so eine Insektenanlocklampe. Ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt das ja sicher. Aber ich finde gerade das richtige Wort nicht. Okay. Ich muss gerade irgendwie an Tomb Raider 4 denken, wo Werner dann gesagt hat, hier geht es steil hinab. Drehen Sie sich deshalb um und wenden Sie sich von der Tür ab. Ein Lagerraum? Oh, eine große Lagerhalle. Das Dach ist scheinbar undicht. Aber man hat jetzt gar nicht die Tropfen gesehen. Das ist irgendwie seltsam. Oder ist das etwa gar kein Wasser, sondern eine chemische Flüssigkeit? Ganz klar ist auf jeden Fall, hier kommen wir nicht einfach so raus. Deswegen, typisch Lara, werden wir mal wieder alles kaputt machen, denke ich mal. Und irgendwie müssen wir jetzt Feuer finden und diese Fässer hier in Brand stecken, damit das Tor hier sozusagen explodiert, aufgeht halt. auf. Mach dich auf, mein Kind. Warum bin ich jetzt hier hochgeklettert? Was gibt es denn hier? Hier liegt ja gar nichts. Warum nicht? Finde ich doof. Ey. Was steht denn hier eigentlich? Sonic. Glaube ich. Wenn ich es richtig gerade gelesen habe. Okay, hier sind noch Boote gelagert. Interessant. Und was haben wir denn hier? Nichts. Das ist schön. Das ist wunderschön. Oder so. Frage ist nur... Ach, ich bin doof. Frage ist nur, ich bin doof. Nee, ich hab gerade hier die Sprossen echt nicht gesehen. Ich habe mich gerade gefragt, wie komme ich da hin? Muss ich doch garantiert einen Teil des Geländers zerschießen, aber ich habe doch gar keine Waffen. Wie mache ich das jetzt? Bis ich dann gesehen habe, so, ach, da ist ja was zum Hochklettern. Ja. Wer sich umgucken kann, ist klar im Vorteil, aber ich habe ja so meine Schwierigkeiten damit, wie man weiß. Ich habe schon so oft Sachen nicht gesehen. Meistens fällt mir das dann beim Kontrollieren der Videos auf, wenn ich sie gerendert habe und gucke, ob das vernünftig geworden ist. Dann denke ich mir so, hä? Warum ist mir das vorher nicht aufgefallen? Wie blind bin ich denn? Genauso wie mit englischen Übersetzungen. Wenn ich da was ins Deutsche übersetze, denke ich mir auch so von wegen, oh Gott, das ist ja total falsch übersetzt oder das ist mir echt nicht eingefallen. Oh meine Güte. Wie mache ich das denn jetzt mal hier am besten? Da kann ich doch never ever einfach so rangehen. Ich speichere. Da, 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 da. Bäm. Kann ich das aufbrechen mit der Brechstange oder so? Die ich natürlich nicht mehr habe. Ich brauche hier irgendwie... Ach Mann, wie mache ich das denn? Darf ich? Okay, noch passiert nichts.
Aber ich kann hier auch nichts machen. Das ist schlecht. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe irgendwo die Fackel garantiert übersehen. In... Oh Mann. Ja, wenn man sich an seine eigene Spucke verschluckt, das passiert dann. Dass man eine Fackel übersieht. Nein, natürlich nicht, sondern dass man anfängt zu husten. Ja, Lara, ist gut. So, Fackelchen. Frage ist nur, wie kriege ich die dann da hoch, wenn die hier unten ist, was ich jetzt mal ganz stark vermute. Ist die hier? Oh, hier geht's herein. Hier ist eine Fackel. Ja, das ist toll, dass hier eine Fackel ist. Aber wie bekomme ich die Fackel da oben hin? Warte mal. Ist ja auch noch so ein Weg nach oben. Hier sind ja auch nochmal Sprossen. Ach. Warum? Ach, von hier bin ich doch runtergekommen. Ach, wie. Ach, ja. Ich habe nichts gesagt. Das war jetzt wirklich einfach nur selten dämlich. Es klang fast so, als hätte Lara gesagt: Ja, anstatt ha. Mal sehen, kann ich denn, wenn ich springe? Nein, kann ich nicht. Ich kann sie nicht, während ich springe, wegwerfen. Das ist schlecht. Wie mache ich das denn erstmal am besten? Wie komme ich denn so darüber? Kann ich echt von da einfach übers Geländer hopsen? Ich meine, scheint so. Nein, nicht mit Anlauf, Lara. Ach, ich kann ja auch erstmal darüber. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Alle hopp. Müsste eigentlich klappen. Hoffe ich, denke ich, wie auch immer. Yay, es hat geklappt. I am happy. Und jetzt können wir, glaube ich, am Strom lustigerweise unser Fackelchen entzünden. Glaube ich. Natürlich. Ist ein bisschen unlogisch eigentlich, aber... Ach, was soll's. Vielleicht auch gar nicht so unlogisch. Ich weiß nicht. Leute, ist es unlogisch? Schreibt mir das doch mal einfach in die Kommentare. So. Jetzt ist die Frage, Fackel hinwerfen oder wirklich hingehen und anzünden? Ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Ich werfe nur mal. Oh ja, das reicht schon, 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 das reicht schon. Wuhu! Feuerwerk! Yay! Oh nein, es brennt! Wir brauchen die Feuerwehr! Bido, Bido, Bido. Ich wollte das schon immer mal in irgendeinem Let's Play von mir anwenden, seit ich diesen Film kenne. Oh, what the fuck? Wie geil war das denn? Scheiße. Das war jetzt echt geil. Einmal das Feuerfeld berührt sofort. Ba, 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 ba. Explodiere doch. Ja, da war ich ein bisschen zu voreilig. Aber dass ich das gerade gesagt habe mit Bido, das wird mein Freund garantiert sehr freuen. Ja. Schatz, jetzt habe ich es mal anwenden können. Es hat gepasst. Also für die, die das auch kennen, ich meine, ganz viele kennen doch von euch sicher die Minions, beziehungsweise Ich einfach unverbesserlich. Und beim zweiten Teil von Ich einfach unverbesserlich, da waren die Minions als Feuerwehr mal verkleidet und dann kam mir dieser eine da, Bido, Bido. Ich fand die Szene so genial, ey. Okay, hier geht's scheinbar weiter. Aber ich würde sagen, der Part ist jetzt erstmal soweit lang genug. Wir haben wieder knapp über 10 Minuten. Und deswegen werde ich jetzt hier einen Cut setzen. Und wir sehen uns hoffentlich dann alle auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Eure Vampi. Ciao.